20 Tipps für bessere Vocalaufnahmen, ist das nicht ein kleines bisschen viel? Ja, das ist ein kleines bisschen viel. Deswegen teile ich sie auch auf in 2x10. Heute 10 und nächste Woche 10. Und wenn du dich auch dafür interessierst, wie du deine Vocal- oder Rap-Aufnahmen verbessern kannst mit einfachen Tricks, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio. Und hören wir Songs im Radio, hören wir auch immer monumentale Gesangsaufnahmen oder Rap-Aufnahmen, die immer so klingen, als wenn sie von einem anderen Planeten stammen, als wenn sie von einem Voodoo-Meister-Magier aufgenommen wurden, der nur in diesem einen teuren Studio diesen Mega-Sound einfangen kann. Und man denkt sich immer, wie kriege ich es hin, dass ich auch mal halbwegs so gute Gesangs- oder Rap-Aufnahmen machen kann. Es gibt ein paar Tricks und Regeln, die man einhalten kann, mit denen man schon auch zu Hause dafür sorgen kann, dass man sehr gute Aufnahmen machen kann. Und da braucht man kein Voodoo, kein 10.000-Euro-Mikrofon oder sonst was irgendwie. Da geht es um reine Physik, um Verhaltensweisen und um eine gute Vorbereitung. Und darum wollen wir uns heute mal kümmern. 20 Tipps ist die Ansage, aber wir schaffen heute erstmal nur 10, die weiteren 10, vor allem aus dem technischen Bereich, was die DAW angeht, was die technischen Daten angeht, wie Bitrate und das Einpegeln des Mikrofons. Schauen wir uns alles nächste Woche an. Heute geht es erstmal um die reine Vorbereitung für die Aufnahme, denn die ist natürlich auch wichtig. Eine gute Vorbereitung ist die halbe Aufnahme und dementsprechend wollen wir da heute mal die ersten 10 Tipps für aufbringen. Falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte oder im Laufe des Videos gefallen sollte, dann zeig's mir doch über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen sollte, dann klick schnell zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Und falls du zum ersten Mal hier sein solltest und dir der Content gefällt oder vielleicht sogar mein charmantes Lächeln, das charmanteste Lächeln des Recording-Blog heute hier, gefallen sollte, dann bleib doch mit einem Abo auf dem Laufenden und vergiss daneben nicht die Glocke, denn dann kriegst du auch immer einen Hinweis, wenn das nächste Video erscheint. Zum Beispiel nächste Woche, wenn die zweiten 10 Tipps kommen. Kommen wir aber heute zu den ersten 10 Tipps und wir fangen an mit einem relativ trivialen Tipp, der aber oft unterschätzt wird und selbst von mir regelmäßig falsch gemacht wird. Denn wenn du wie ich von der Musik kommst, dann baust du zum Beispiel ein cooles Playback und dann hast du wirklich einen coolen Song gebaut und wenn es dann an die Vocalaufnahmen geht, du schreibst einen coolen Text, willst eine Aufnahme dazu machen, dann stellst du plötzlich fest, dass du den Song in der völlig falschen Tonart produziert hast, weil das vielleicht zu tief oder zu hoch ist, um das zu singen. Oder wenn du den Song vielleicht nicht für dich gemacht hast, sondern für einen anderen Sänger oder für eine andere Sängerin, wäre es doch hochpeinlich, wenn dieser oder dieser ins Studio kommt und feststellt, ey, das ist viel zu hoch oder zu tief, das kann ich überhaupt gar nicht singen. Sinnvoll ist es also, bevor du mit der Produktion des Playbacks anfängst, dass du sicherstellst, dass der Song in der richtigen Tonlage ist. Und da kann man gerne mal mit sich selber in den Clinch gehen und mal auf der Akustikgitarre oder auf dem Piano mal ein bisschen mitspielen und checken, ob das überhaupt singbar ist oder entsprechend dann den Sänger oder die Sängerin einladen und die einfach mal bitten, das einzusingen und festzustellen, ob das überhaupt die richtige Tonhöhe ist. Wenn du dann das Playback in der richtigen Tonhöhe vorbereitet hast, dann steht einer guten Aufnahme nichts im Wege. Tipp Nummer 1, also sorg dafür, dass das Playback in der richtigen Tonlage ist und du sparst dir sehr, sehr, sehr viel Ärger. Nummer 2 setzt voraus, und das setze ich jetzt auch einfach mal voraus, dass du ein Mikrofon hast, so wie ich dieses hier aufgebaut habe. Ein Mikrofonstativ. Das Mikrofon steht schon, da ist schon mal ein Kabel drin und das Ganze steht schon mal so weit im Aufnahmeraum, dass du im Prinzip starten könntest. Das vorausgesetzt, kommen wir zu Tipp Nummer 2. Wo stelle ich das Mikrofon eigentlich hin? Es gibt ja viele Leute, die sich im Heimstudio speziell in einer Ecke so eine kleine Mini-Vocal-Booth, so eine Einsingkabine gebaut haben. Vielleicht auch nur sich ein paar Absorber in die Ecken geklebt haben, damit der Sound da ein kleines bisschen trockener ist und stehen dann mit ihrem Mikrofon in dieser Ecke. Tipp Nummer 2. Wenn du bei solchen Aufnahmen oft damit zu kämpfen hast, dass deine Gesangs- oder Rap-Aufnahmen im tieferen Mittenbereich, also so zwischen 150 und 250 Hertz stark überbetont sind, dann muss das nicht unbedingt am Nahbesprechungseffekt vom Mikrofon liegen, dass du also zu nah dran warst, sondern dann kann das auch durchaus daran liegen, dass du zu nah in so einer Ecke gestanden hast. Denn in so einer Ecke fangen sich in einem quadratischen Raum immer auch Raumresonanzen, vor allem die Tiefen. Das ist in dem Bereich zwischen 100 und 250 Hertz, aber noch tiefer, aber so tief geht die Stimme nicht runter. Aber trotzdem in dem Bereich fängt sich das in den Ecken und dann natürlich auch im Mikrofon. Das kann durchaus passieren, dass sie das so den Mix verhagelt, dass du das mit einem Equalizer auch gar nicht mehr rauskriegst. Mein Tipp also an dieser Stelle, wenn du so eine Ecke haben solltest, zieh das Mikrofon ein bisschen aus der Ecke raus, mach ruhig ein bisschen Abstand, nimm dir irgendwie einen Meterstab und guck mal, dass du 1,50 Meter Abstand irgendwie hinkriegst und guck mal, ob der Sound sich dann ein bisschen verbessert. Ich gehe davon aus, dass speziell in dem Bereich, im unteren Mittenbereich, sich das deutlich aufklärt an der Stelle und du klarere Aufnahmen haben kannst. Also,
Aufstellung des Mikrofons bitte nicht zu sehr in die Ecken rein, denn da fängst du dir tiefe Frequenzen ein. Tipp Nummer 3, wenn du dann flexibel mit deinem Mikrofon durchs Studio mal gehen möchtest und mal gucken möchtest, wo ist denn eigentlich der beste Aufnahmepunkt? Mach ruhig Testaufnahmen, ne, an verschiedenen Stellen und hör dir das dann später mal an, wo die beste Aufnahme war. Damit du da aber frei agieren kannst, Tipp Nummer 3, hab genügend Kabel zur Hand. Es ist immer wichtig, genügend XLR-Kabel, Verlängerungen in der Hand zu haben, damit du dein Mikrofon auch wirklich überall hinstellen kannst. Und sei es, dass du vielleicht sogar in den Nebenraum reingehen möchtest, um mal zu checken, wie es da klingt. Könnte ja eine coole Aufnahme sein. Also eine Verlängerung auf jeden Fall immer am Start haben. Und wenn wir über Kabelverlängerung reden, dann nicht nur über XLR-Kabel, sondern auch über dieses Kabel hier, über das Kopfhörerkabel. Jetzt ist er schon abgesprungen hier, der Kopfhörer. Ne? Dieses Kabel, ein 3,5 mm Stereo-Klinkenkabel, gibt es auch als Verlängerung. Solltest du immer in der Hand haben, falls du dein Mikrofon woanders hinstellst. Und wenn du wie ich hier so einen kleinen Kopfhörerhalter hast, dann kannst du mit so einer kleinen Schlaufe das Ding hier auch festmachen und kannst dann deinen Kopfhörer, jetzt muss ich mal kurz mich bücken hier, um an das Kabel ranzukommen, alter Mann, dann kannst du das da einfach reinstecken hier und dann hast du dein Kabel immer parat und kannst dein Mikrofon, egal wo du bist, platzieren. Und kannst dich flexibel im Raum bewegen, um herauszukriegen, wo der beste Aufnahmepunkt für das Mikrofon ist, das du dann da aufstellen möchtest. Hast du den richtigen Punkt gefunden, ist es natürlich wichtig, dass du bei der Aufnahme des Mikrofons sicherstellst, dass du keine Plosivlaute in diesem Mikrofon einfängst. Plosivlaute, kannst du mal selber ausprobieren, was das ist. Die Luft, die sich staut, wenn du die Lippen schließt und dann ein P zum Beispiel sagst. Halt mal die Hand davor, dann kannst du spüren, wenn du P sagst, wie viel Luft hier auf der Hand ankommt. Und die kommt natürlich nicht nur auf der Hand an, die kommt natürlich auch hier auf der Mikrofonmembran an. Die wird hier ein bisschen gestreut durch diesen Käfig, der da drum ist. Das soll auch die Funktion sein, also nicht nur Schutz des Mikrofon, der Membran, sondern auch natürlich eine Streuung dieser Luftströme. Aber wenn du sicherstellen willst, dass du diese Luftströme gar nicht erst als Plosivlaut, also als richtigen Bums quasi in deiner Aufnahme hören willst, dann ist es wichtig, dass du so einen Popschutz dafür, einen Popfilter dafür installierst. Die gibt es wie diesen hier in Metall, der ist ganz schmal irgendwie, die kann man auch super sauber halten und vor allem desinfizieren, sehr gut, dann fangen die nämlich auch nicht an zu riechen, gibt es auch mit Stoff und so weiter, gibt es von 15 € bis 150 Euro, funktionieren tun sie im Prinzip alle, sie sind halt vielleicht nicht alle so ganz stabil wie dieser hier oder vielleicht lassen sich nicht so ganz so gut platzieren, aber jeder Popfilter ist auf jeden Fall besser als kein Popfilter, solltest du keinen Popfilter haben und auch kein Geld dafür haben, ihn dir anzuschaffen, dann hilft es durchaus, ich lege diesen hier mal zur Seite, wenn du das Mikrofon ein bisschen von oben kommen lässt. Ne? Wenn du das Mikrofon ein bisschen hoch machst und dann ein bisschen schräg stellst, so, dass es quasi auf deinen Mund drauf zeigt, dass du aber drunter her singst. Die Plosivlaute gehen dann quasi unten drunter her und dann kannst du sicherstellen, dass du eine ordentliche Aufnahme kriegst. Du richtest das so ein bisschen hier auf den Mund oder ein bisschen tiefer aufs Kinn, kriegst du eine gute Aufnahme hin, hast aber trotzdem keine Plosivlaute in deiner Aufnahme und kannst damit sicherstellen, dass dann da auch nichts schief geht. Habe ich jetzt alles hier festgezogen? Ja, ich glaube schon. Ne? Also, Plosivlaute vermeiden. Entweder durch einen Filter oder durch die richtige Aufstellung von dem Mikrofon. Das ist ganz wichtig. Wo wir schon bei dem Filter sind, der Popfilter hat noch einen weiteren großen Vorteil, der nicht zu unterschätzen ist. Und das ist auch schon der nächste Tipp, denn der Abstand zum Mikrofon, der einzuhalten ist, der sollte möglichst stabil sein. Ne? Such dir einen Abstand aus, der für deinen Sound jetzt gerade gut ist. Bei einer schönen, warmen Ballade ist es vielleicht besser, ein bisschen näher ranzugehen. Vielleicht nicht so nah, weil dann kriegst du so viel Nahbesprechungseffekt, dass es dann wieder zu viel ist. Aber wenn du den richtigen Abstand gefunden hast, für mich Faustformel sind ungefähr 20 cm. Das ist der Abstand zwischen dem gespreizten kleinen Finger und dem großen Daumen. Wenn wir mal hier gucken wollen, ich habe ja den Meterstab hier noch liegen. Weiß ich nicht, ob man das hier sehen kann, wenn der scharf stellt. Da, genau, ziemlich genau 20 cm. Und diese 20 cm, die stelle ich eigentlich hier zwischen immer sicher. Dann habe ich eigentlich immer einen guten Sound aufgenommen. Nicht zu warm, nicht zu räumlich und so weiter. Im Prinzip immer der richtige Abstand. Wenn du einen Sänger hast, der sich nicht so gut an Abstände halten kann, dann kannst du natürlich mit diesem Popfilter dafür sorgen, dass der Abstand von ihm trotzdem eingehalten wird. Denn du stellst den Popfilter einfach so ein, dass er nicht näher ran kann als 20 cm. Dann kann er hier singen, schön nah am Popfilter. Einige Sänger sind das durchaus gewohnt von diesen Handmikrofonen, dass man da auch immer schön nah reinsingen muss und wenn sie das Gefühl brauchen, dann können sie das hier mit dem Popfilter auch machen, ohne dass sie den Mindestabstand einhalten.
Apropos Abstand. Beim Abstand ist es auch ganz wichtig, dass der Sänger oder die Sängerin immer den gleichen Abstand einhält zum Mikrofon. Wir kennen es ja aus diesem Mikrofon, aus den Gesangsvideos von Mariah Carey, Beyoncé Knowles und wie sie alle heißen, Christina Aguilera, dass man immer richtig geil performt und das Mikro, wenn man laut singt, immer weit wegzieht und dass man das vor so einem Großmembranmikrofon auch macht, ne? Die leisen Passagen ein bisschen näher ran und die lauten Passagen ein bisschen weiter weg. Das ist Mikrofontechnik, das kann man richtig gut. Nein, das ist Blödsinn. Denn was passiert, wenn du dich vor dem Mikrofon bewegst, ist Folgendes. Du kommst für die leiseren Passagen näher ran ans Mikro. Der Sound wird durch den Nahbesprechungseffekt, wenn es auf Niere eingestellt ist, wohlgemerkt, wird der Sound immer näher hier und wird immer dicker und wärmer unten rum. Und wenn du ein bisschen mehr Abstand hältst, dann wird die Stimme wieder dünner. Und deine Stimme variiert im Sound, ist überhaupt nicht konstant in ihrem Sound. Nie gleich, sondern immer wärmer, ein bisschen weniger warm und so weiter. Du kannst das im Mix, dieses dynamische Verhalten eines Sängers, nicht mehr ausgleichen. Das heißt, du wirst keine konstante Soundqualität für die Gesangsaufnahme hinkriegen. Sei es Rap, Gesang, Sprache, egal was du aufnimmst. Wichtig ist der richtige Abstand, ungefähr 20 Zentimeter. Der richtige Abstand gibt es nicht. Ne? Es gibt einen Abstand, den du wählst, den du dann dafür einstellst und den du einhältst. Und das ist der richtige Abstand. Aber ob du für einen beladen wärmeren Sound haust, einen näheren Abstand zum Mikrofon brauchst, ist dann der richtige Abstand. Oder eine Metal-Ballade, wo man ruhig ein bisschen mehr Abstand halten kann. Je nach Stil ist der richtige Abstand variabel. Aber wichtig ist, dass der Abstand immer konstant eingehalten wird. Das ist ganz wichtig. Nächster Tipp, wo wir schon über zu laut singen reden, oder über laut singen reden. Wenn du in einem unbehandelten Raum aufnimmst, wie diesem hier zum Beispiel, der hat nur ein bisschen Material oben unter der Decke, ist aber ansonsten weitgehend ungedämmt. Hier steht ein bisschen Schaumstoff oder so. Aber die meisten von unseren Heimstudios sind ja jetzt nicht vollgestellt mit irgendwelchen Absorbern, Diffusoren und so weiter und so fort. Also keine hochqualitativ ausgebildeten, akustisch eingemessenen Tonstudios. Wenn du also in so einem nicht eingemessenen und vorbereiteten Raum aufnimmst, solltest du nicht zu laut aufnehmen. Die Stimme sollte nicht zu laut sein. Denn was passiert, wenn du zu laut singst? Du singst natürlich sehr laut ins Mikrofon und hast ein lautes, direktes Signal. Der Sound von diesem lauten Sänger oder der lauten Sängerin geht natürlich auch in den Raum, wird reflektiert von allen Wänden und kommt hier wieder an. Irgendwann kommt er hier an und streut ins Mikro mit ein. Mit anderen Worten, bei einer lauten Aufnahme in einem relativ unbehandelten Raum kriegst du auch unfassbar viele Raumreflexionen. Hast du einen behandelten Raum, geh in den. Wenn du diesen nicht hast, versuch mal zwei alte Matratzen zum Beispiel hinter dem Mikrofon aufzustellen. Was manchmal auch helfen kann, sind halt diese Reflexionsfilter, die man dahinter stellen kann. Aber auch die sind natürlich nur eingeschränkt in ihrem Wirkungsgrad. Denn die sorgen natürlich dafür, dass der Klang von der Stimme hier auf dieser kleinen Fläche hier abprallt und nicht so stark in den Raum reflektiert wird. Wenn du aber einen relativ nassen Raum hast, bringt das gar nichts. Ich habe da mal ein Video zugemacht, wie viel so ein Reflexionsfilter tatsächlich bringt in einem relativ unbehandelten Raum. Kann ich dir hier oben mal einblenden, wenn dich das interessiert. Das ist relativ wenig. Du kannst mit dem die letzten 2% vielleicht noch rausholen, aber definitiv nicht die ersten 90% von deinen Reflexionen verhindern. Wenn du also einen lauten Sänger hast, entweder Matratzen dahinter oder und wieder darauf achten, dass du nicht zu nah dran kommst, ne? Oder du hast ja genügend Kabel zur Hand. Haha, die haben wir noch aus Tipp Nummer 2. Genügend Kabel. Einfach mal mit dem Mikrofon in Richtung Flur gehen und einfach mal den Schrank mit den Klamotten aufmachen oder in dein Schlafzimmer gehen und da das Mikrofon sogar fast reinstellen in den Schrank. Denn was passiert? Dieser ganze Raum, der in diesem Schrank vollgepackt ist mit Klamotten, der dämpft unfassbar weg. Das heißt, der Schall von dieser lauten Stimme geht zwar auch in diesen Schrank rein, aber er kommt bei weitem nicht so laut raus und dann wieder in den Raum rein, wie es vielleicht in diesem unbehandelten Raum wäre, wo dahinter vielleicht eine glatte Fläche ist oder sonst was. Also laute Sänger durchaus in gedämpften Möglichkeiten aufnehmen, wenn es nicht bei dir gegeben ist, ruhig mal den Schlafzimmerschrank ausprobieren oder vielleicht den im Flur, wo deine Klamotten drin hängen. So, jetzt muss ich erstmal ein Schlückchen trinken, da kommen wir gleich auch noch zu, auch noch ein wichtiger Tipp. Aber wir haben ja schon über zu laut geredet, man kann zu laut singen, man kann aber auch diesen Kopfhörer hier viel zu laut aufdrehen. Das ist aber wenig sinnvoll, vor allem wenn du einen Kopfhörer hast, der nach außen abstrahlt. Ne? Wenn der Kopfhörer zu laut ist, dann fangen sich vor allem die hohen Frequenzen, die hier leichter rauskommen, fangen sich im Mikrofon und verzwirbeln dir den Sound von deiner Stimme. Mit anderen Worten, achte darauf, dass der Sound vom Kopfhörer möglichst nicht zu laut ist. Wenn dein Sänger trotzdem einen sehr lauten Sound auf dem Ohr braucht, um sich einfach wohl zu fühlen, dann ist es zumindest wichtig, darauf zu achten, dass du ein geschlossenes Modell hast. Das hier ist der HX55 von Austin Audio, der ist komplett geschlossen.
Es gibt aber natürlich auch halboffene oder offene Modelle, wie hier zum Beispiel den DT990 von Beyer Dynamic. Das siehst du ja auch schon, der ist hier ein bisschen geriffelt, da kommt der Sound raus. Und ich habe mal vorbereitet ein kleines Experiment, mit dem wir einfach mal gucken können, wie viel Sound aus so einem geschlossenen und aus einem nicht geschlossenen Kopfhörer rauskommt. Wir nehmen mal meinen Freund Paolo zur Hand, das ist der Kunstkopf hier. Und Paolo hat sich bereit erklärt, heute mit seiner Sonnenbrille, er möchte nicht erkannt werden, hat sich bereit erklärt, einfach mal als Testobjekt zur Verfügung zu stehen. Was kommt aus einem Kopfhörer raus, wenn er geschlossen ist oder wenn er halboffen oder offen ist? Wir nehmen mal den geschlossenen HX55, setzen den auf und ich gebe Paolo mal einen Mix schön laut auf die Löffel. Und wir hören mal, was passiert. Du kannst das dann hier in meinem Mikrofon hören, wie viel hier wohl rauskommt aus dem HX55. Ist nicht viel, ne? Das Ding ist wirklich laut, ne? Hier, ich nehme ab. Das ist wirklich laut. Ist relativ wenig, ne? Im Vergleich dazu setzt sich Paolo jetzt mal den DT990 auf. Ich stelle mal die Lautstärke ungefähr gleich ein hier. So. Und dann hören wir mal, was aus diesem halboffenen, oder ist er sogar offen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall aus diesem nicht geschlossenen Gerät, was da wohl rauskommt. Also. Schon deutlich, ne? Also achte darauf, wenn du deinen Mix dem Sänger aufs Ohr gibst, dass du ihm einen geschlossenen Kopfhörer gibst und den, wenn möglich, nicht zu laut machst. Danke Paolo übrigens für die Unterstützung, für die Assistenz an dieser Stelle. Also, Kopfhörer, ne? Jetzt kommen wir noch zu drei weiteren Tipps. Wir sind schon bei Nummer 8 angelangt und Nummer 8 ist einer, den man sich nicht kaufen kann, aber wenn man gute Freunde hat, sich auf jeden Fall leisten kann. Denn Tipp Nummer 8 ist, wenn du die Möglichkeit hast, dann lass dich bei der Performance aufnehmen. Klar, wenn du jemanden anderes aufnimmst, betrifft dich das nicht, aber wenn du deinen eigenen Song aufnehmen möchtest, eine eigene Performance für deinen eigenen Song aufnehmen möchtest und du hast die Chance, einen Freund vielleicht, der eine DAW bedienen kann, dann lad ihn ein und sag ihm, kannst du nicht hier meine Session mal aufnehmen, weil Folgendes passiert. Du kannst dich konzentrieren auf den Gesang, auf den Text, auf die Performance, auf die Fehler, die dir vielleicht passieren und so weiter und kannst an deiner Performance feilen und die bestmögliche Gesangs- oder Rap-Aufnahme ins Mikro husten, die dir so rauskommen kann, hast aber mit dem Rest nichts zu tun. Du musst nicht während der Aufnahme darüber nachdenken, habe ich das richtig eingepegelt, habe ich den richtigen Abstand zum Mikrofon eingehalten, habe ich einen Fehler gemacht oder sonst habe ich vielleicht einen Fehler übersehen, der dich dann später ärgert oder so. Nein, das macht dann alles dein Kumpel, der dir sagt, ey, da bist du ein bisschen zu nah am Mikrofon gewesen. Da hast du einen Fehler gemacht, gibt dir vielleicht sogar noch einen kleinen Produktionstipp, vielleicht dann mal ein Wort ändern und so weiter und so fort. Also es ist immer toll, wenn man aufgenommen wird. Die Performance klingt mindestens 50% besser, wenn du aufgenommen wirst, als wenn du Toningenieur und Künstler in einer in Personalunion quasi bist. Nummer 9. Das ist Nummer 9. Ist, habe ich gerade schon gemacht, genügend trinken. Trinken ist wichtig und zwar lauwarmes und vor allem stilles, also leises Wasser. Lautes Wasser verursacht Aufstoßen und ist nicht so gut. Leises Wasser, vor allem lauwarm, sorgt dafür, dass sich dein Mund ein bisschen entspannt, dass deine Stimmbänder locker bleiben, also nicht zu kaltes Wasser nehmen und vor allem sorgt es dafür, dass der gesamte Mundraum hier geschmeidig bleibt. Denn wenn du zu wenig trinkst, dann kannst du dir Mundgeräusche einfangen. Das können zum Beispiel hier in den Mundwinkeln kleine Schmatzer sein. Deine Zunge bleibt unten ein bisschen kleben und so weiter. Ganz viele Geräusche, die aus deinem Mund sowieso rauskommen, aber die, wenn du zu wenig trinkst, nochmal deutlich verstärkt sind. Und diese leisen Laute, die in so einer Performance vielleicht nicht ganz störend sein könnten, die werden durch den Kompressor später in der Nachbearbeitung der Stimme auf jeden Fall nach vorne geholt. Der Kompressor bearbeitet das Signal dahingehend, dass es vielleicht in der Dynamik gleichmäßiger ist. Gleichzeitig holt er aber die leisen Laute auch eher nach vorne. Das heißt, gerade diese leisen Nebengeräusche werden nach vorne geholt. Und wenn du dann einen Sänger und eine Sängerin hast oder einen Rapper oder du vielleicht selber vor dem Mikrofon gestanden hast und du hast zu wenig getrunken, hörst du diese Schmatzgeräusche. Es gibt Leute, die stört das nicht, aber es gibt eine ganze Menge Leute da draußen, denen fällt das durchaus auf. Und wir haben im Rahmen der Remix-Challenge, die jetzt gerade läuft im Recording-Blog, haben wir auch eine Gesangsaufnahme gehabt, die durchaus einige von diesen Mundgeräuschen drin hatte. Und es gibt einen Trick, wie man das rauskriegen kann mit einem Plugin, nämlich von Isotope, das Mouth Declick. Aber sei gewarnt, man kriegt damit zwar diese Mundgeräusche größtenteils raus, auf der anderen Seite ist das aber ein destruktives Verfahren. Das heißt, die Qualität deiner Audioaufnahme leidet immer ein kleines bisschen darunter und klingt nicht so gut, wie sie wirklich klingen könnte. Also im Idealfall genug trinken, damit du diese Geräusche erst gar nicht einfängst in die Performance und damit alles passt. Kommen wir zu Tick, Trip, Trick
Nummer 10 an dieser Stelle. Das Finale für diese Folge. Nächste Woche geht es dann ja schon weiter mit den nächsten 10 Tricks. Da geht es um Technik und so weiter und so fort. Trick Nummer 10 ist Content vor Audioqualität. Das heißt, soll bedeuten, die Performance, die Power, die Energie deiner Performance ist viel wichtiger als die Technik, mit der du sie aufnimmst. Jetzt gehen wir schon fast die Sprachlaute aus hier am Schluss von diesem langen Video. Es ist immer wichtiger, eine gute Performance einzufangen und nicht darauf zu bestehen, mit dem weltbesten Mikrofon der Welt aufzunehmen. Wenn du einen Sänger hast, der sich vor diesem Mikrofon absolut nicht wohlfühlt, weil er hier festgenagelt ist, weil er hier steht, weil er nicht performen kann und so weiter, oder weil er sich unwohl fühlt, weil er vielleicht dieses teure Mikrofon sieht oder die Ehrfurcht, die so ein Mikrofon oder so ein Studio ausstrahlt, weil er das nicht kompensieren kann, drück ihm einfach mal so ein 150-Euro Mikrofon in die Hand, ein Handheld. Damit fühlt er sich wie auf der Bühne, kann vielleicht performen und haut die beste Performance raus, den besten Gesangs- oder Rap-Take, den er raushauen kann, und ist dann relativ frei in der Rübe, um dann wirklich das abzuliefern, was er wirklich drauf hat. Ich will die ganze Zeit performen sagen, das ist auch das falsche Wort. Ne? Abzuliefern, was sagt man denn noch? Abliefern, performen, um einfach seine künstlerische Fähigkeit rauszuhauen, so dass er den Zuhörer mitnimmt. Denn nichts wäre blöder, wenn du einen Sänger hast, der vor so einem Mikrofon steht, festgenagelt ist und dann nur mit halbem Gas singen kann, wohingehend der vielleicht mit so einem Mikrofon in der Hand deutlich besser abliefern würde, weil er sich fühlt wie auf der Bühne und einfach ein bisschen Rockstar spielen kann oder vielleicht auch Rockstar ist, keine Ahnung. Deswegen immer Performance, die Qualität des Inhaltes vor die Audioqualität stellen. Im Zweifel lieber ein günstigeres Mikrofon nehmen und dafür eine bessere Performance vom Sänger, vom Rapper einzufangen, als auf dem teuren Mikrofon zu bestehen, weil das vielleicht hochauflösender ist als das Ganze. Ne? Eine Christina Aguilera würde mit jedem Mikrofon richtig gut abliefern, weil das einfach eine gute Sängerin ist und die kann richtig abliefern. Und das ist völlig wurscht, ob die ein Mikrofon für 50 oder für 500 oder für 5000 Euro vor der Nase hat. Natürlich klingt es dann ein kleines bisschen besser. Kleines bisschen ist untertrieben. Es klingt natürlich deutlich besser, aber die Emotion, die die Performance mit sich trägt, die ist deutlich wichtiger als die Audioqualität. Also Content vor Audioqualität als 10. und letzter Tipp. Und nächste Woche geht es dann weiter mit den nächsten 10 Tipps. Da gehen wir dann hier an die DAW, gucken mal, was man da einstellen muss, wie man einpegelt und so weiter und so fort. Und da wird es dann nochmal richtig spannend. Wenn dir dieses Video gefallen hat, wie gesagt, dann zeigst du mir über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, zweimal Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder zum zweiten Teil von dieser Videoreihe. Und bis dahin verabschiede ich mich, wünsche dir noch eine schöne Woche, wann auch immer du das siehst, hier eine schöne Zeit. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf und bleib gesund. Yasu.